Morgen, liebe Hörer. Ihr hört die dritte Ausgabe Nacktes Niveau, den Podcast für die demokratischste aller deutschen Republiken, den Podcast für die nächsten 1000 Jahre politischer Korrektheit. Heute ist Samstag, der 16. Oktober 2021. Mein Name ist Paul Brandenburg und ich habe einmal mehr das Privileg, drei außerordentliche Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen. Die Bestsellerautorin Rebecca Niazi-Shahabi ist aus Berlin dabei. Aus Schweden der Journalist Henning Rosenbusch und ebenfalls aus Berlin der Radio- und Fernsehmoderator Ingo Hoppe. Fühlt euch umarmt, ihr drei. Ingo Hoppe, dein öffentlich-rechtlicher Kollege Jan Böhmermann vom ZDF hat sich mal wieder sehr erregt. Vor dem Reichstag hat die Bundeswehr am Mittwochabend einen sogenannten großen Zapfenstreich abgehalten. 90.000 Soldaten wurden für ihren Afghanistan-Einsatz geehrt. Darunter waren 59 Soldaten, die fielen. Erinnert auch dich so ein Zapfenstreich eventuell zu sehr an Nazi-Aufmärsche? Nein, tut er nicht. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwer genau das sagen würde. Oh, Fackeln, oh, Nazis, oh, Reichstag. Hatte gehofft, dass es nicht passiert, aber ist ja klar, dass es passiert. Ich meine, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, die Frauen und Männer im Reichstagsgebäude entscheiden darüber, wo die hin müssen. Und nach dieser Entscheidung, finde ich, kann man auch dort an diesem Platz ihnen dann einen großen Zapfenstreich präsentieren. Also ich fand es völlig in Ordnung. Ich fand insgesamt, ich hatte kurz vorher Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, zu Gast bei mir in der Sendung. Ich finde, es ist durchaus nötig, darüber zu reden, war das alles richtig? Also ich glaube, nein, wir haben nicht das erreicht, was wir wollten. Das ist traurig. Und ich glaube, auch für die Soldaten, die dort waren, die jetzt sehen, die Taliban sitzen in ihren Stellungen, ist es sehr unbefriedigend. Also ich bin für eine Trennung, politisch zu sagen, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Aber die Soldatinnen und Soldaten, die da waren, und du hast es gesagt, wir haben ja auch wirklich Gefallene, die zu würdigen, auch im Rahmen dieses höchsten deutschen militärischen Zeremoniells, das fand ich richtig. Nun war ja, glaube ich, die Aufregung, die mal wieder von Böhmermann ausging und einigen aus seiner Richtung, weniger auf den Einsatz bezogen, mehr auf die Tatsache, dass nun Fackeln und rechte Symbolik auf den Stufen des Reichstages stattfindet. Also daran hat er sich gestört, nicht an dem eigentlichen Hintergrund. Wenn man jetzt genauer hinschaut auf diese Veranstaltung, stellt man ja fest, da wurde von der Bundeswehr in diesem Zapfenstreich unter anderem ein Lied von Band of Brothers gespielt. Das ist die Titelmelodie einer US-amerikanischen Fernsehserie, die von amerikanischen Soldaten handelt, die gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Die Soldaten, die dort für die Bundeswehr symbolisch die Ehrung entgegennahmen, das war eine Ärztin, eine Soldatin und ein Soldat. Also ausgewogener, differenzierter und diverser geht es eigentlich nicht. Also ist das, nochmal die Frage, ist das berechtigte Aufregung über falsche Symbolik oder müssen wir lernen, da ein anderes Verhältnis zu entwickeln? Ich habe mich bemüht, auf Herrn Böhmermann möglichst wenig einzugehen, aber wenn du drauf bestehst, in meinen Ohren ist es lächerlich. Ich finde das lächerlich. Also es gab natürlich Nazi-Fackelzüge durch das Brandenburger Tor. Ich bedauere das sehr. Ich fand diese Zeit schrecklich. Ich finde schrecklich, was passiert ist und natürlich leiden wir bis heute darunter. Aber dieses militärische Zeremoniell, das eben entwickelt worden ist, es beinhaltet eben auch Fackeln. Und also an irgendwelchen Kinderveranstaltungen, denen ich früher teilgenommen habe, da gab es auch Fackeln. Es ist sehr schwierig, glaube ich, gerade militärisch auf jede Art von Symbolik zu verzichten, die es auch bei den Nazis mal gegeben hat. Also ich fand die Aufregung, mir war klar, dass es sie geben würde. Ich hätte gehofft, dass es sie nicht gibt. Aber wahrscheinlich war es einfach erwartungsgemäß. Also meine Antwort auf deine Frage ist, ich finde es lachhaft. Also müssen wir eher leben, mit Jan Böhmermann zu leben. Wir müssen eher lernen, mit Jan Böhmermann zu leben, so rum, als damit. Ja, natürlich müssen wir mit ihm leben. Rebecca, Niazi. Achso, ja, ich will Jan Böhmermann nicht mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, die hat er genug, ja. Aber natürlich, wir müssen mit jeder Reaktion leben, das ist ja klar. Gut, die Kritik, ja, die dahin geht, es erzündete sich an internationaler Rezeption des Ganzen. Also es gab einen Journalisten der BBC, der sagte, das sei jetzt hier triggerwarnungsbedürftig. Es gab eine CNN-Korrespondentin. Es ging um die Bilder speziell der Soldaten vom Reichstag. Du selbst entstammst einer israelisch-persisch-deutschen Familie und solltest ja nun dann sozusagen in der Position sein, das beurteilen zu können. Wie ist deine Einschätzung des internationalen Bildes, der das gibt? Ja, das ist ja toll, dass ich aus einer Familie komme, weil ich sozusagen behaupten kann, ich wäre über jeden Zweifel erhaben. Das bin ich aber nicht. Für mich ist das natürlich so, dass ich weiß, dass in Israel per se alles, was deutsch ist, natürlich fragwürdig ist,
Ja, also und ich denke, die Fragwürdigkeit wird bleiben, egal was man tut. Und deswegen muss man, ja, also es wird immer so aussehen. Aber deswegen meine ich auch, wir müssen mit der Reaktion leben. Man muss die zeremoniell machen, wenn man eine Bundeswehr hat. Und natürlich muss man Leute zulassen, die das kritisieren. Ja? Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist natürlich, dass alles hysterisch hochgekocht wird und jeder meint, er müsste da mitmachen und dann wäre irgendwas geschehen. Also ich bin schwer enttäuscht von euch. Wir schaffen es einfach nicht in dieser Runde, dir die Empörung nachzuvollziehen, die da offensichtlich weite Teile der Öffentlichkeit entwickelt haben. Ich auch mache. Ja, dieser Gaul ist einfach tot. Bitte schön, wenn ihr das so wollt. Ich habe noch Sarah Lee Heinrich für euch und für uns. Vielleicht habt ihr es vor kurzem mitlesen dürfen und mitbekommen. Da gibt es eine neue Bundesvorsitzende der sogenannten Grünen Jugend, also die Jugendorganisation der Bündnis 90 Grünen. Eine Dame von rund 20 Jahren, die einen dunkelhäutigen Vater, eine weiße Mutter hat und die in letzter Zeit vor ihrer Wahl aufgefallen ist mit der Analyse, dass, Zitat, weiße Bürgis und eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft die Fridays for Future-Bewegung, die Öko-Protestbewegung gerade so unterwandert hätten und das sei fürchterlich. Nun wurde sie gewählt und ihr werden diese Aussagen entgegengehalten, genauso wie Tweets, die sie abgesetzt hat, als sie 13 bis 14 war und in denen sie tatsächlich, sagen wir mal, sehr einfache Dinge sagte in sehr derber Sprache. Wenn wir uns jetzt aber mal beschränken auf die jüngsten Äußerungen, das ist für mich durchaus interessant. Sie sehen also, dass da eine politische Vertreterin der Grünen meint, die weißen Bürgis seien eklig und wir sehen vor allem, wie sehr, sehr schnell das Establishment der Grünen, ja, die amtierende Fraktionsvorsitzende und verdiente Vertreter der Parteien, ihr sofort zur Hilfe eilen und einen rechten Shitstorm ausmachen, der gegen dieses arme Mädchen da losgetreten wird. Wie steht ihr dazu? Vielleicht wieder Rebecca. Was soll ich dazu sagen? Also wenn man diese Aussagen hört, dann muss man ja lachen. Ja? Und ich stelle mir sofort eine Party vor, wo jemand ist, der so etwas sagt. Ja? Und dann möchte man so provozieren und man regt sich so auf und so. Und normalerweise, also ich habe ja, um mein Studium zu finanzieren, habe ich ja schwierige Kinder aus dem Märkischen Viertel betreut. Die haben auch solche Dinge gesagt und dann hat man mal gesagt, das ist immer weiter im Text. Ja? Und dann ist natürlich, also was macht man, wenn die sozusagen ernst genommen werden müssen, weil sie in einem ganz anderen Kontext geäußert werden, ja? Das frage ich mich jetzt auch. Elke Reidenreich hat ja kürzlich Ähnliches gesagt. Nicht? Sie hat bei Markus Lanz, glaube ich, gesagt, dass dieser Frau ja eigentlich jede Sprache, jedes Wort fehlt und jede Fähigkeit, sich auszudrücken und dass man das entsprechend einsortieren müsste. Aber nichtsdestotrotz, sie ist Vorsitzende der Grünen Jugendorganisation. Also wir sind qua Amt gezwungen, sie ernst zu nehmen, Ingo Hoppe. Wie geht man mit so einer Äußerung um? Also ich finde, dass Rebecca das schon sehr trefflich analysiert hat. Da hat jetzt so ein Mädel was rausgehauen, was jetzt nicht so mega intelligent war, aber durch ihr Amt hat es natürlich eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit bekommen. Ich hatte jetzt auch gerade vor 2-3 Tagen, auch bei mir in der Sendung, eine 21-jährige Grüne, jüngste Abgeordnete im neuen Berliner Abgeordnetenhaus, die das Wahlrecht runtersetzen will. Und für mich ist dies ein Beispiel von, nein, bitte lasst uns das Wahlrecht nicht heruntersetzen. Und sie hat eben gesagt, doch, denn in ihrem Umfeld seien so viele politisch interessierte Menschen, die würden von Politik viel mehr verstehen als viele, viele Alte. Das sei ein Beispiel dafür. Ich finde jetzt umso mehr, bitte nicht. Aber jetzt haben wir eben das Problem. Wir setzen uns jetzt mit etwas auseinander. Sonst würden wir vielleicht sagen, ja komm, das Mädel ist jetzt nicht so alt und in 5 Jahren sieht sie es vielleicht ein bisschen anders. Eine richtige Lösung habe ich auch nicht. Also ich finde es auch ein bisschen albern. Ich will es ihr jetzt auch nicht megamäßig vorwerfen. Ich meine, hier leben nun mal mehr hellhäutige Menschen, hat einfach auch was mit Sonneneinstrahlung und so zu tun. Es entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass es so ist. Und jetzt groß auf sie einzuschlagen, das möchte ich auch nicht. Aber klar, dass die grüne Jugend, und wir sehen das ja bei allen Diskussionen, die sind nicht ohne Einfluss. Insofern ist das schon eine gewisse Schwierigkeit, die wir da haben.
Aber bevor ihr sie jetzt so schnell entlasst, also ich stimme völlig zu, ich finde es persönlich absurd, einem 13-, 14-jährigen Mädchen irgendwelche Tweets vorzuhalten, die sie irgendwann mal abgesetzt hat, egal wie dumm die nun gewesen sein mögen. Und egal, was sie da gesagt hat, daraus nun auf Rassismus zu schließen, das wäre auch mir deutlich zu viel. Nur, sie ist kein Mädchen in aktuellem Alter, sie ist eine junge Frau, sie ist über 20 Jahre alt und sie diagnostiziert eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft und weiße Bürgis. Ist die Frau aus eurer Sicht Rassistin? Also ich finde, das Problem ist auf der anderen Seite. Ja? Also als allererstes muss man sich ja bewusst sein, dass wenn man jetzt auf sie einschlagen würde, was wir nicht tun, dass wir das Gleiche machen wie sie selbst. Ja? Man sagt so, ich bin besser als sie, weil ich habe verstanden und so weiter. Ja? Und sie versucht ja auch dieses ganz lächerliche Spiel, ich bin besser als andere, weil ich bin nicht rassistisch. Ja, was natürlich ein Paradox ist. Und, sondern es ist ja vielmehr die Frage, wieso sie von dem Grünen so anerkannt wird, dass man ihr dieses Amt gibt. Ja? Und warum man sagt, ach so, weil sie so ist, wie sie ist, darf sie diese Äußerung machen. Ja? Das heißt, die entschuldigen sie. Und das ist rassistisch. Also das ist ja dieses Paradox. Sie ist eine 20-Jährige und vielleicht habe ich auch sowas mal gesagt mit 20. Aber dass ihr das verziehen wird, weil sie entschuldigt ist, Aussehen, das geht nicht. Ich gehe jetzt mal auf das dünne Eis, Rebecca, was du hier für mich vorbereitest. Ja, sie ist eine dunkelhäutige Frau. Sie ist also hat eine weiße Mutter und einen dunkelhäutigen Vater, wie man das so der Presse entnimmt. Heißt das also, durch ihre Dunkelhäutigkeit ist sie legitimiert, das zu tun? Darf sie diese Äußerung bringen, weil sie nun dunkel ist und Weiße müssen das akzeptieren? Wir hatten dann wieder diese Debatte, nicht? Wir haben sofort von der ehemaligen Berliner Staatssekretärin Safsan Çebli, das ist eine Dame, die man in der Stadt gut kennt, weil sie immer wieder mit markigen Äußerungen ihre Meinung kundtut, sofort gehört, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, darf ich als Nicht-Weißer derartiges beliebig sagen. Es kann ja schließlich nicht rassistisch sein. Naja, also du machst jetzt genau das, was ich nicht machen wollte. Also, weil dann sagt man so, sonst würde man ihr vorwerfen, sie macht das, weil sie denkt, sie dürfe das. Das ist vollkommen, das interessiert mich gar nicht. Das interessiert mich gar nicht. Sie kann machen, was sie will. Weil man macht Erfahrungen und dann, sie kann machen, was sie will. Aber die anderen, die interessieren mich doch. Und also ich kenne das ja, dass ich früher ja auch zum Beispiel gesagt habe, ja, ich darf irgendwas zu Israel sagen, weil meine Familie lebt in Israel. Das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Ja, also die anderen akzeptieren das so. Und weil es gibt, wenn ich jetzt sozusagen das dünne Eis ist ja, dass sozusagen Leute ihr das vorwerfen und behaupten, na, wie die sich jetzt hier benimmt und so weiter. Und ich würde das Problem nicht bei ihr sehen. Okay. Ich gebe zu, ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich bin persönlich der Überzeugung, es gibt Rassismus gegen jeden, aber das mag meine sehr naive Einstellung sein. Ich behaupte, es gibt Rassismus gegen Weiße. Der war sicherlich historisch nicht ansatzweise mit solch katastrophalen Folgen wie der Rassismus gegen Schwarze, der auch völlig unbestritten ist. Daraus folgt für mich aber im Umkehrschluss nicht, dass es den einen erlaubt ist und den anderen nicht. Ingo Hoppe, du kennst Safsan Çebli mindestens genauso gut wie ich. Ist das eine schräge Debatte? Ist das im Ansatz schiefgelaufen, wie Rebecca das eigentlich sagt? Oder hat sich da einfach ein junges Mädchen völlig vergaloppiert? Also ich habe ja schon gesagt, ich empfinde es als vergaloppiert und ich möchte eben auch nicht hier mit erhobenem Zeigefinger du. Also ich habe gesagt, ich finde es nicht in Ordnung. Die Schwierigkeit, glaube ich, ist, dass sie eben dieses Amt innehat und dadurch bekommt es so eine Bedeutung, die es eigentlich nicht hat. Aber das können wir nicht lösen. Ich glaube, es ist ein Problem der Grünen eher und ein Problem von ihr. Ich mache es nicht zu meinem Problem. Das ist jetzt auch dünnes Eis, weil du gerne dünnes Eis wolltest, Paul. Ich glaube, dass diese Dinge schon Wirkung haben. Und darüber würde ich vielleicht gerne kurz mit euch noch reden. Ich muss jetzt sehr aufpassen, dass es nicht weinerlich wirkt, was es wirklich nicht ist. Aber mich hat vor kurzem ein männlicher Kollege angerufen, der ist noch ein paar Jahre älter als ich, und hat gesagt, hey Ingo, also auch sehr erfolgreicher Typ, ich erfahre das erste Mal Rassismus gegen weiße Männer über 50, ich kriege ganz viele Jobs nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne auch schon einige Agenturen, die mir gesagt haben, als Frau könnten wir dich gerade noch auf diese Bühne bekommen, aber als Mann mit weißer Hautfarbe nicht.
Und es hat schon immer ein bisschen was Lustiges, die Diskussion, aber es ist auch die Wahrheit. Und ich habe vor einer Weile mit einem Abteilungsleiter eines öffentlich-rechtlichen Senders zusammengesessen. Es ging um eine mögliche Fernsehsendung, da wird neu gecastet. Und der hat gesagt, ja, vielleicht könnten wir für Sie das Casting nochmal öffnen. Und ich habe gesagt, habe ich wirklich eine echte Chance? Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, nein, Sie sind einfach nicht divers genug. Wir casten jetzt einfach viel diverser. Also ich habe von Agenturen schon gehört, Frau wäre Minimum, wenn du schwarz wärst, ging sofort. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Das haben andere Leute mit anderen Hautfarben oder anderen Situationen auch erlebt. Aber vor 10 Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen. Das, glaube ich, hat mit der realen Welt nicht so viel zu tun, aber mit der Medienwelt, in der ich ja zumindest mein Geld verdiene, da ist das eine Realität. Und das ist schon es hat eine gewisse Schrägheit, finde ich. Na, ist das am Ende nicht, ehrlich gesagt, einfach ein Problem des ehrlichen Eingestehens? Auch Henning Rosenbusch in Schweden sitzt du. Wir haben vor kurzem auch erlebt, und harter Schnitt jetzt, und eine ganz andere Schärfe hat das natürlich. Wir haben vor kurzem erlebt, da gab es einen schrecklichen Mord in Norwegen vor wenigen Tagen. Da hat ein offenkundig verwirrter Mann mit Pfeil und Bogen mehrere Menschen getötet. Und nachher ist die Geschichte in der deutschen Presse eigentlich, da dreht sich viel mehr um die Frage, ist der Mann nun Islamist? Mist. Er scheint vor einigen Jahren konvertiert zu sein zum Islam. Das Augenmerk scheint auf diesem Aspekt zu legen. Wir tanzen also wieder um die Frage der politischen Korrektness herum und drücken uns darum, Fakten auszusprechen. Worauf ich hinaus will, Ingo, du hast gesagt, es war in anderen Bereichen völlig normal, dass man bestimmten biologischen und Alterseigenschaften keinen Job mehr bekommt. Es wird nur anders zugegeben. Und nun erlebst du als Vertreter einer Mehrheitsgruppe sowas auch. Gestehen wir uns einfach nicht ein, dass wir da so schrecklich oberflächlich sind und trauen uns das nicht zuzugeben. Henning, wie war die Geschichte aus deiner skandinavischen Sicht? Was ist da passiert in Norwegen? Ja, vielleicht kurz 2 Sätze zu Norwegen jetzt aus meiner Sicht. Ich bin eben ein Freund, der sagt, wir haben noch keine Fakten. Lass doch bitte die Kriminaltechniker hier dort erstmal untersuchen. Lasst seine Vergangenheit durchleuchten, damit man sich dann über Folgen und Motive und ja, lass das etwas ruhiger angehen, aber dann möchte ich das eben auch bitte bei anderen Gelegenheiten so haben. Ja, das heißt, wenn das jetzt in Richtung Anschlag mit islamistischem Hintergrund geht, dann möchte ich dieses vorsichtige Herangehen auch bei rechtsextremistischen Anschlägen und auch da nicht gleich alles wissen und alles bestimmen. Und ich glaube, hier liegt eher das Problem im heutigen Journalismus und in der Herangehensweise und dass da auch, ja, da wird mit zweierlei Maß gemessen und das wird leider auch geframed in die eine oder andere Richtung. Und dann sind wir auch schon wieder bei Sarah Lee. Drehen wir das doch mal um. Wenn da jetzt ich bin kein AfD-Fan, solche Disclaimer braucht man ja heutzutage, ja, aber wenn da jetzt ein AfD-Jugendvorsitzender gewählt worden wäre und die AfD fordert nicht, wie die Grünen zum Beispiel in Niedersachsen, Wahlrecht ab 14 und er hätte solche Sätze von sich gegeben mit 14, was wäre denn dann los gewesen? Und auch die Grünen, ja, messen damit zweierlei Maß und was da jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat, ich nehme jetzt auch mal dünnes Eis, ein böses Wort in den Mund, das war ja schon fast Täter-Opfer-Umkehr. Ich meine doch, bitte, wir müssen das nicht auf die Goldwaage legen, was dieses Mädchen mit 13, 14 gesagt hat. Aber wir müssen es zur Kenntnis nehmen und drüber sprechen, weil sie ist nun mal jetzt in dieses Amt gewählt worden. Und was mich dann noch überrascht an der Geschichte, dieser ganze Politbetrieb ist mittlerweile so professionalisiert und so mit PR-Beratern durchsetzt, dass sie vor dieser Wahl nicht irgendwie auf die Idee gebracht wurde, ihre sozialen Netzwerke mal ein bisschen zu durchforsten. Ob da alles noch gut ist, was da so drinsteht, das hat mich auch sehr überrascht. Ja, aber ich habe natürlich immer das Gefühl, man will immer so, also von der psychologischen Sicht ist, Teufel mit Beelzebub austreiben, also die Diskussion ist hysterisch, ja, und dann kommen Leute und sagen, das ist hysterisch und so weiter, und dann dreht man das Rad immer weiter. Also wenn man sagt, ja, irgendwie deutsche weiße Männer über 50 werden jetzt auch diskriminiert und so weiter, dann, ja genau, also dann würde ich sozusagen, wenn ich sage, ja, du bist Opfer, dann bin ich auch Opfer und so weiter und dann geht es ja immer weiter und man will ja aussteigen, ja, und das heißt, also man will ja nicht sozusagen
sagen, ich habe aber, ich bin moralisch doch nicht so tief stehen wie du und ich habe auch und so weiter, ja? Sondern man muss ja sozusagen den Weg wieder zurück und weniger hysterisch, und das heißt, schon allein aus therapeutischen Gründen würde ich eben sozusagen einer 20-Jährigen den Weg wieder zurück, also, und sagen so, okay, jetzt, weil ich glaube, diese Hysterie und diese Diskussionen sind für mich irgendwie so ein ganz großes Ablenkungsmanöver. Und das Ablenkungsmanöver ist, dass wir gar nicht gemeinsam handeln können, sondern jeder nur noch sozusagen so versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? Und eigentlich wird so die Handlungsunfähigkeit in der Gesellschaft wird verdeckt. So kommt es mir vor. Entschuldigung, darf ich ganz kurz einsteigen, weil ich mich persönlich angesprochen fühlte. Ich habe jetzt, ich wollte nicht sagen, Männer über 50, die weiß sind, werden diskriminiert. Also ich fühle mich weder diskriminiert, noch, ich habe mich auch im ganzen Leben noch nicht als Opfer gefühlt. Okay, aber was ich sagen wollte, ich wollte den Bogen eben ein bisschen breiter stammen. Ich wollte nicht auf dieses Mädchen einprügeln, aber die Art, wie wir die Diskussion führen, das war mein Punkt, führt eben dazu, dass zumindest in der medialen Welt oder auch in der Werbewelt, dass sich Dinge da verändern. Was ich auch gar nicht unbedingt immer schlecht finde. Ich habe nichts dagegen, dass jetzt auf einem Werbeposter, dass die Menschen diverser sind. Mein Punkt wäre eher, ich hätte gerne Diversität in den Meinungen und würde dann, ich teile das, wenn das jetzt irgendein Jungspund in der AfD so getan hätte, wäre die mediale Kritik wahrscheinlich höher. Also das sage ich jetzt mal ganz neutral. Ich glaube, sie wäre dann höher und noch härter. Aber dieses, ich bin schon ein Fan auch von runter vom Baum und deeskalieren. Klar ist natürlich, dass sie durch dieses Amt eine Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie auch gesucht hat. Die will ja Dinge nach eigenen Angaben gesellschaftlich bewegen, sonst hätte sie dieses Amt nicht eingenommen. Deshalb ist es klar, dass es da jetzt ein bisschen Gegenwind gibt. Also dieses, dass wir nicht mehr über Dinge reden, sondern nur noch so über Ideologieblöcke, den Eindruck habe ich auch. Und das finde ich auch sehr schade. Und davon müssen wir, wenn es nach mir geht, gerne schon heute Nachmittag runter. Und solche Worte von einem öffentlich-rechtlichen Moderator, das ist ein Meilenstein der deutschen Mediengeschichte. Aber trotzdem lasse ich euch damit noch nicht vom Haken. Es tut mir leid. Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es da wirklich um die Frage geht, wer der Absender ist. Und wir sind uns einig, wäre es nicht eine junge Dame der Grünen gewesen, sondern vielleicht ein junger Herr der Rechten, dann wäre das ganz anders. Und ich bleibe dabei, es ist mit den Morden in Norwegen doch ganz ähnlich. Wir erinnern uns an die schreckliche Tat vor einigen Tagen in Idar-Oberstein. Da hat offensichtlich ein deutscher Mann in Idar-Oberstein einen Tankstellenmitarbeiter, einen jungen Herrn, erschossen. Und das Ganze hing zusammen mit einem vorausgehenden Streit offensichtlich über eine Maskenpflicht, der eine nicht nachkommen wollte. Wir haben kurz danach in den deutschen Medien einen sächsischen Ministerpräsidenten gesehen, der sofort den, Zitat, Impfgegnern, Querdenkern und den anderen Verirrten daran die Mitschuld gab. Wir erlebten einen Berliner Tagesspiegel, das Sturmgeschütz eigentlich der Zero-Covid-Fraktion, der sofort mutmaßte, dass hier endlich mal die Querdenker oder als furchtbare Folge des Querdenkens hier jetzt die Gewalt sich Bahn bricht. Also es hängt doch sehr wohl davon ab, von wem hier etwas ausgeht. Und wir messen ganz offenkundig mit zweierlei Maß und mir scheinen da Appelle nicht zu reichen, oder? Es werden ja all die Genannten wahrscheinlich sich morgen nicht besinnen. Also die Frage bleibt für mich, wie gehen wir mit solchen Medienphänomenen um? Wie können wir darauf einwirken, dass wir diese Hysterie eindämmen? Henning Rosenbusch. Ja, Hysterie ist es ja, wie gesagt, nur auf der einen Seite. Es ist schon meine Wahrnehmung mit zweierlei Maß gemessen. Es ist bei diesen rechten Terroranschlägen, wenn es denn welche gewesen sind, da sind für mich bei manchen Dingen auch noch viele Fragen offen. Und es gibt ja auch ganz viele Untersuchungsausschüsse in den letzten 20 Jahren. Und mit sowas müsste man sich viel mehr beschäftigen, was da im Hintergrund abgelaufen ist, was da rauskommt. Und das müsste Folgen geben, als dass wir kurz nach solchen traurigen Geschehnissen jetzt sofort wüssten, wer da der Schuldige ist und was da für Strukturen dahinter sind. Also genauso wenig jetzt, wie ich sofort sagen will, das war ein islamistischer Terroranschlag, was in Norwegen geschehen ist, ist den Querdenkern dieser Anschlag oder dieser Mord oder wie man das auch jetzt nennen mag, in der Tankstelle zuzuschreiben. Und es wird
politisch genutzt, wenn sowas passiert, und es ist immer tendenziös in die gleiche Richtung, ja, also islamischer Terroranschlag in Deutschland ist immer schwierig, da wird auch oft gesucht nach irgendwelchen psychologischen Erkrankungen im Vorfeld und so weiter, ja. Was und, ja auch nicht immer verkehrt ist. Ja, ja, richtig, eben, genau, man muss ja wissen, woran es gelegen hat. Das ist ja schon richtig. Aber man darf halt nicht am Tag danach jetzt gleich wissen. Also man hat jetzt auch gehört, dieser norwegische Täter, der wäre auch schon in psychologischer Behandlung gewesen, hätte angeblich auch Medikamente genommen. Das muss man bei so einer Beurteilung so einer Tat immer einbeziehen und da mit der entsprechenden journalistischen Sorgfaltspflicht und Vorsicht rangehen, weil man weiß ja, dass das heutzutage alles immer eine politische Dimension auch hat. Und diese Distanz, es vermisse ich total, es ist absolut verloren gegangen. Alle Richtungen versuchen alles nur noch zu instrumentalisieren, anstatt sich mit Ursachen und Lösungen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ganz toll, das Wort Distanz. Das gefällt mir gut, weil, also ich würde sagen, dass die Energie, ja, also aus psychologischer Sicht nicht journalistisch, aber die Energie ist ja so, jeder will dem anderen beweisen, dass er nicht satisfaktionsfähig ist, dass er sich zu bestimmten Dingen nicht äußern kann, weil, ja, und irgendwie Querdenker und all diese Abwertungen. Und es geht darum, dass man immer beweisen will, dass man der moralisch Gute ist und die anderen sind nicht so gut. Und eigentlich ist es so, sollte das ja keine Rolle spielen, sondern man müsste, wie du gesagt hast, man hat eine Distanz, man muss die Dinge klären, man muss schauen, wie man Anschläge verhindern kann, wie man Leuten helfen kann, wie man so und so. Und das heißt, für mich stellt sich die Frage immer wieder, warum müssen so viele Leute beweisen, dass sie zu den Guten gehören und andere, wer immer das auch ist, den Schlechten. Und deswegen mag ich eben auch nicht mitmachen und sagen, Jan Böhmermann ist auch nicht satisfaktionsfähig und die Grünsprecherin auch nicht, weil dann würde ich mitmachen. Ja? Sondern es ist die Frage, warum sollen bestimmte Menschen und bestimmte Gedanken ausgeschlossen werden? Warum? Und das ist irgendwie... Darf ich da einsteigen? Ich finde es super, was du gesagt hast. Und ich bin auch gar nicht dagegen, sich mit Jan Böhmermann auseinanderzusetzen. Überhaupt nicht. Meine Frau nennt es das FDJ-Kuschelgefühl. Also das, du hast dich ja gefragt, warum finden so viele, auch so viele, die journalistisch tätig sind, es so gut, zu einer klar definierten, moralisch sauberen Seite zu gehören. Und das fand ich auch immer sehr schwierig, weil ich immer finde, die Aufgabe der Menschen, die journalistisch tätig sind, ist, anderen Fakten zu präsentieren, damit die sich ihre Meinung bilden können. Ich sage auch manchmal in meinen Sendungen, also bei bestimmten Sachen, innere Sicherheit oder so, ich sage dann so, meine Position liegt eher da. Also ich positioniere mich da auch, obwohl wir öffentlich-rechtlich sind. Und sage dann, und ich finde es total interessant, wenn Sie anderer Meinung sind, schreiben Sie mir eine Mail und dann präsentiere ich die auch. Ich hatte vor einer Weile mal jemanden, der eine Mail schrieb, also der war ein AfDler, und der schrieb in diesem, ich weiß gar nicht, ich habe den Begriff vergessen, also irgendwas Böses, Anti-Öffentlich-Rechtliches, würde er sowieso nicht zu Wort kommen. Dann habe ich gesagt, so, hier schreibt jetzt, keine Ahnung, wie der hieß, Hans aus Lichtenberg, ist jetzt frei erfunden, dass er hier im öffentlich-rechtlichen Staatsfunk ja sowieso nur geschmäht wird. Und der hat danach eine Mail geschrieben, sagte, er wäre beeindruckt gewesen, dass er mit dieser doch sehr kraftvollen Anti-Mail sich in dem Rundfunk wiedergefunden hätte, den er eigentlich nicht mag. Und es nimmt so viel Druck raus. Ich hatte eine Querdenkerin eingeladen, da gab es auch erst ganz viel Gegenwind und ganz viel Ärger. Und viele Leute haben gesagt, Herr Hoppe, Sie müssen doch den Leuten sagen, Sie müssen Abstand halten und Masken tragen. Wie kann denn die Frau in der Sendung sein? Und ich habe gesagt, bitte verstehen Sie, wenn Sie glücklich sind mit Abstand und Masken, dann gibt es genauso viele andere, die sagen, wie kann der hier Staatsfunk betreiben? Das ist nicht meine Aufgabe, den Menschen was vorzuschreiben. Diese Querdenkerin zahlt auch Rundfunkgebühren und die muss sich auch wiederfinden. Klar kann man das alles kritisch hinterfragen. Das, was ich schön fand, ist, dass die meisten, die ich dann angerufen habe, um auf diese Mail zu reagieren, gesagt haben,
haben wir nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, dafür ist öffentlich-rechtlich ja eigentlich da, dass ich mir diese Frau auch mal anhöre und dann, wenn ich will, kann ich mich aufregen, muss ich aber nicht. Das hat mir sehr gefallen. Also Ingo Hoppe geht so weit und das auch noch als Moderator des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, seine Zuschauer und Zuhörer ernst zu nehmen und ihnen selber ein Urteilsvermögen zuzutrauen, gar noch ein moralisches. Das ist revolutionär, möchte man sagen. Wir sind uns einig, aber, meine Damen und Herren, dass das offensichtlich nicht der Normalfall in der Medienwelt momentan ist. Und ich würde ganz gerne noch auf ein anderes Thema kommen bei der Gelegenheit. Mir scheint es nämlich in der Politik auch ähnlich verfahren zu sein. Wir erleben gerade die Ampelverhandlungen zwischen SPD, FDP und den Grünen. Und zwei Themen sind die Woche rausgestochen aus diesem, ich will nicht sagen Sumpf der Gespräche, aber eines, über das stolpert man geradezu. FDP und Grüne sind sich einig, man möge Cannabis legalisieren wollen. Das ist eigentlich ein alter Hut. Und in diese Situation grätscht ein alter Bekannter, den wir bisher aus anderem Kontext kannten. Ein Professor Dr. Karl Lauterbach, der zu der Sache beizutragen hat, dass Cannabis dringend legalisiert werden müsse. Achtung, weil immer mehr Heroinbeimengungen im Cannabis andernfalls für den Straßenkonsumenten gefährlich werden würden. Weil böse Dealer versuchten, Cannabiskonsumenten auch heroinabhängig zu machen. Und denen könnte man nun helfen durch Legalisierung. Das ist jetzt ein typischer Lauterbach, könnte man sagen. Denn sofort haben sich davon Polizeiverbände und Drogenexperten distanziert, Suchtmediziner schütteln den Kopf und sagen, es gibt keinen dokumentierten Fall, den wir irgendwie erwähnen könnten, wo Heroin im Cannabis ist. Wie beurteilt ihr das? Versucht Karl Lauterbach mal wieder mit einem typischen Move, im Thema auf die Sprünge zu helfen und ist er dabei einfach ein Stück zu weit gegangen? Ich kann es kurz machen, ich habe keinen Schimmer, ich habe keine Ahnung, ich kann mich dazu schlicht nicht äußern. Cannabis ist einfach nicht so und auch Heroin, ja, ich kann auch nicht rauchen, ich habe keine Erfahrung. Rebecca Niasi. Also ich wäre jetzt auch mal gern Karl Lauterbach in letzter Zeit, weil ich denke so, ich wäre so berauscht von mir, ich kann jetzt alles sagen, es wird alles gehört. Also auch so ganz verrückte Thesen. Weißt du, was du sagst, ist ja übergeordnet für alle Themen. Also man könnte jetzt sagen, das ist so ein Themensammelsurium, ist das aber nicht, ja? Sondern man merkt, dass ich glaube, das echte politische Handeln, ja, was auch mit Distanz ist, dass man sagt, wir haben hier ein Wohnungsproblem, was machen wir jetzt, ja? Oder wir, keine Ahnung, mehr Arbeitsplätze, aber auch Umweltschutz, was machen wir jetzt? Und dass je enger der Handlungsraum wird, desto absurder werden die Ersatzhandlungen. Ja? Und wenn ich natürlich irgendwie so verbal auf die Kacke haue und mich irgendwie streite, dann habe ich auch in den sozialen Medien, dann habe ich, also das ist ja Pseudohandeln. Wer soll denn das ernst nehmen? Und dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich aber mal was gesagt und ich setze mich für queer und trans an und so weiter. Und das hat ja, glaube ich, auch Slavoj Žižek gesagt. Ja? Also Leute verhungern, haben keine Arbeit, ja? Aber es gibt Transgender-Toiletten oder sowas, meinte er mal. Ja? Und um die Absurdität deutlich zu machen. Und ich glaube, genau, also ich empfinde Corona als Ablenkung. Ich empfinde das, was Lauterbach sagte, als Ablenkung. Ich empfinde alles als Ablenkung. Ihr Lieben, stellt euch vor, ich wollte tatsächlich auch genau darauf hinaus. Manchmal denke ich mir sogar was mit meinen Wortbeiträgen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist doch ganz erstaunlich und ich bin tatsächlich gestern so weit gegangen, zu dieser Lauterbach-Aussage noch mit einem Kollegen zu konferieren, ein Suchtmediziner, weil ich mir dachte, mein Gott, du bist ein einfacher Notarzt. Es mag sein, dass sich die Drogeneigenschaften völlig verändert haben, dass das Heroin jetzt in Zigarettenform vorhanden ist und das also problemlos in einen Joint gedreht werden kann. Und ich scheue mich nicht zu sagen, ich habe schon mal einen Joint gesehen und eventuell habe ich auch sogar mal inhaliert, anders als Bill Clinton. Aber mit Heroinkonsum persönlich hatte ich keine eigene Nutzererfahrung. Nein, hat mir dieser suchtmedizinische Kollege bestätigt. Selbst er, der sich ja nun sehr genau durch seinen Beruf auskennt, mit den Darreichungsformen und den Konsumformen, sagte, es ist aus seiner Sicht, aus seiner Erfahrung kaum möglich, Heroin überhaupt sinnvoll oder irgendwie konsumierbar in so einen Joint reinzudrehen. Das würde also rausbröseln, das würde nicht vernünftig brennen. Man muss also sich wirklich vor Augen führen, das, was Herr Lauterbach da sagte, ist vollkommener Schwachsinn. Es ist medizinisch vollkommener Schwachsinn, es ist kriminologisch vollkommener Schwachsinn und es widerspricht komplett der Faktenlage. Und es ist aus meiner Sicht offensichtlich, worauf er hinaus will. Herr Lauterbach inszeniert
inszeniert sich dort als Retter armer Drogenopfer. Er möchte also die armen, die harmlosen Cannabiskonsumenten vor der Rauschwirkung von Heroin schützen. Also er versucht aus meiner Sicht hier ein Thema, das ein Nullthema ist, wie ihr es auch gesagt habt, plötzlich moralisch aufzuwerten, dem also irgendwie den Gestus zu geben, es würde nun Menschen retten vor bösen Kriminellen und damit ein Thema zu setzen, was keines ist. Und ihr habt schon angerissen, während all das passiert, steigen in diesem Land die Preise und steigt die Inflation auf ein Niveau, das 28-Jahres-Höchstniveau ist. Nicht? Wir haben 4,1% Inflation, das ist seit 28 Jahren das Höchste. Und wir erleben eine SPD-Vertreterin, die dann im Fernsehen sitzt bei der Gelegenheit, beim Talk über Energiepreise, die Antwort gibt auf die Frage eines Zuschauers, wie er das bezahlen soll. Da sagt Frau Katharina Barley wirklich, die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche, das sei die billigste. Da würde ich gerne einsteigen. Ja, ich finde das Thema super. Ich habe damals schon gesagt, wenn wir diesen Euro, ich liebe Italien, ich finde auch Frankreich toll, ich hätte mit denen aber nie eine gemeinsame Währung gemacht. Mir war klar, dass jeder Vertrag gebrochen werden würde. Dass es so schlimm kommen würde, war nicht mal mir klar. Aber ich habe damals schon im Radio gesagt, wir werden erleben, dass alles, was da jetzt auf Papier steht, nichts wert sein wird. Und alle haben uns damals gesagt, nein, es kann nicht passieren. Und genau das ist passiert. Und wenn man uns früher gesagt hätte, plötzlich müssen wir ab einer gewissen Summe noch Geld dafür bezahlen, damit die Bank unser Geld auf dem Konto akzeptiert, dann hätten wir gedacht, nein, das ist unmöglich. Das alles ist heute Realität. Und schadet Wirtschaft und je nachdem, wo man steht. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist eine tolle Politik, ich halte es für eine irre Politik. So, dann kam bei uns in Deutschland noch die Politik in Bezug auf Energie dazu. Ich stamme aus Norddeutschland, bin da öfter, dann sehe ich die ganzen Windräder, die in Hessen sagen mir, wir roden unsere letzten Märchenwälder, damit wir den Strom dahin bekommen, was trotzdem nicht richtig klappt. Wir haben mit dieser Energiewende absurderweise den höchsten Strompreis, glaube ich, der Welt oder den zweithöchsten jetzt hier erzeugt. Wir sind aber noch nicht mal richtig erfolgreich. Nun haben wir noch eine Regierung, die draufgesattelt hat. Wir wollen die CO2-Steuer als Lenkungswirkung. Die soll jetzt noch da drauf, damit wir weniger verbrauchen. Als das eingeführt wurde, hatte ich vor allem diverse Kolleginnen und Kollegen in der Sendung, die gesagt haben, es ist viel zu wenig, die Lenkungswirkung ist zu gering, da muss noch mehr drauf. Jetzt kommt mehr drauf, erstmal durch reine Energiepreise, ab 1.1. kommt noch mal wieder was drauf. Jetzt kommen die Ersten und sagen, hoppala, die Armen können das gar nicht mehr bezahlen. Also was ich teile, was ist deren Idee? Die Armen sollen dann entlastet werden und die nicht arm sind, müssen ihre erhöhten Energiepreise zahlen, plus die der Armen, damit die nicht frieren. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass sozial schwache Menschen frieren. Aber wir haben das selbst erzeugt und überlegen jetzt, wie wir da wieder rauskommen. Jetzt kommen die Grünen und sagen, alle kriegen so ein Energiegeld, weiß nicht, ein paar 150 Euro im Jahr, keine Ahnung, ich kenne die Summen nicht. Auf was für einem Niveau wir da argumentieren, finde ich, hat schon was Absurdes. Wir bekommen jetzt alle ein bisschen Geld, das können wir dann ein bisschen ausgeben. Das, was wir aber mehr bezahlen, was für ein bürokratischer Aufwand. Und wir erreichen, finde ich, im Effekt wenig. Und jetzt, wenn ich noch einen draufsetzen darf, dann habe ich mich genug erregt an der Stelle. Wir haben dieses Corona-Wiederaufbauprogramm bezahlt als deutsche Steuerzahler. Wir haben am meisten da reingepackt. Die Italiener, die ich an dieser Stelle, gestehe ich offen, ein bisschen beneide, können ihre Heizung damit gratis sanieren, weil die deutsche Regierung gesagt hat, es muss irgendwie klimafreundlich sein, muss mit Klimaschutz zu tun haben. Wenn ich jetzt Italiener wäre, ich möchte gerade meine Heizung erneuern, würde ich das mit meinem Steuergeld finanziert bekommen. Ich mache das jetzt, aber ich muss es komplett alleine bezahlen. Ich bekomme gar keine Förderung. Ich will es jetzt den Italienern nicht missgönnen, aber es ergibt nicht richtig Sinn, finde ich. Und die Franzosen sagen, gut, der klimapolitische Aspekt wäre, wir bauen mit dem Geld neue kleine Atomkraftwerke, denn die sind besonders sicher und die sind gut fürs Klima. Und das ist die Diskussion, wie sie im Moment verläuft. Ich glaube, wenn man den Leuten das als Fakten, nur als Fakten mal auf den Tisch legen würde, dann würden die alle denken, das ist total irre. Ingo, wo du schon in das Unterthema eingestiegen bist, die Energiepolitik ist ja in vielfacher Hinsicht komplett widersinnig. Du hast es selbst schon erwähnt, wir haben andere Länder um uns herum, die massiv in Kernkraftwerke investieren, in den Ausbau. In Kanada wird derzeit mehr Geld in Kernkraftforschung und die Errichtung neuer Kernkraftwerke ausgegeben als jemals zuvor. Deutsche Lehrstühle werden ganz abgeworben. Wir schließen unsere Kernforschungslehrstühle hier in Deutschland, die wandern nach Kanada ab. Während all das passiert,
passiert und unsere Energiepreise steigen, sagt uns Marie-Antoinette Katharina Barley wirklich völlig unverblümt, wenn das Volk kein Brot mehr hat, soll es doch Kuchen fressen. Wie ist deine Prognose? Wir steuern hier absehbar auf eine stetige Verteuerung der Energiepreise zu, so langweilig das Thema klingen mag. Es wird uns allen bald nicht nur an der Tankstelle, sondern bei der Heizölrechnung begegnen. Und es hat die Sprengkraft, sozialen Unfrieden zu bringen. Wie siehst du das? Darf ich auch was sagen? Weil das Problem ist, ich bin auch gegen Kernkraftwerke. Und zwar hat ja der Staatsrechtler Leopold Kohr, ein Österreicher, hat ja mal gesagt, wenn etwas ein Problem ist, dann ist es zu groß. Und das finde ich ja ganz fantastisch, damit meinte er sowas. Ja? Und daraus hat sein Schüler gemacht, Small is Beautiful. Und ich finde, das trifft in diesem Fall auch zu. Also wenn man jetzt sozusagen sich über einzelne politische Akteure und sagt, das ist alles so widersinnig und verrückt und bürokratisch, dann muss man sich eben sagen, in welchem System agiert er denn? Also was ist vielleicht sozusagen die ganzen Entwicklungen, die sozusagen so von selbst ablaufen, gar nicht zu stoppen? Hilf mir, Rebecca. Ich frage mich tatsächlich ganz praktisch. Wir haben eine Energiepolitik oder eine politisch gewollte sogenannte Energiewende, die so aussieht, dass wir unsere Atomkraftwerke abschalten, dass wir gegen fossile Brennstoffe sind. Und das ist deutlich messbar. Wir es aber nicht schaffen, in der nötigen Zeit alternative Energiequellen aufzubauen. Die Folge ist, die Blackout-Wahrscheinlichkeit wird größer. Wir haben immer ein Problem mit unserem Energienetz und die Preise steigen massiv. Wie kann ich jetzt mit Small Alles Beautiful die Sache in den Griff kriegen? Worauf ich hinaus will, ist, dass ich sehe ja den Bösewicht nicht in Person, sondern im Kapitalismus. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ach, Elektroautos wären super und dann haut man den Brandenburger Wald ab und dann werden Autos verschrottet und neue Elektroautos gebaut, die erstmal 10 Jahre fahren müssen, bis sie das CO2-Fußabdruck wieder raus haben und so weiter, dann denke ich, ah, der Kapitalismus, der macht jede Idee, macht der so kaputt oder verbiegt er, ja? Und was man auch sich überlegt, wird sozusagen in diese kapitalistische Logik, kommt die da rein, ja? Da kann jetzt erstmal ein einzelner Politiker nichts dafür. Und mein Vorschlag ist natürlich, Small is Beautiful, das wäre ja so toll, wenn die Leute so selbst sich verwalten könnten, ja, und dann könnten die das ja so entscheiden, wie sie das machen. Ja, also es gibt auch Städte, die kaufen jetzt irgendwie ihre Stromnetze zurück und so weiter, ja, um eben das mal auszuprobieren. Also meine Vorschläge sind jetzt nicht konkreter, beziehungsweise passen jetzt nicht in dieses Format. Mir fällt noch was dazu ein. Also ich bin zwar ein Kapitalismusbefürworter, ich glaube nicht, dass das die Schuld des Kapitalismus ist. Ich teile aber dein E-Auto-Argument. Es geht ja sogar noch weiter. Denn das, was Paul eben genannt hat bei den Preisen, nicht nur, dass wir die Preise durch den Markt steigen, sie steigen aber, ich betone das nochmal, durch eine Steuer, die Bundesregierung nochmal erhöht hat, weil die öffentliche Meinung gesagt hat, das ist viel zu wenig an Lenkungswirkung, was ihr uns zumuten wollt. Wir wollen mehr Peitsche. Jetzt bekommen wir mehr Peitsche, ich wiederhole mich und sagen jetzt, das ist aber jetzt zu viel. Zumindest eine Bevölkerungsgruppe müssen wir entlasten, das heißt, eine andere muss dann doppelt bezahlen. Ich glaube nicht, dass das gut ist für sozialen Frieden. Gleichzeitig erhalten wir Geld für E-Autos. Großbritannien hat jetzt schon gesagt, wir müssen mehr Atomkraftwerke bauen, weil wir so viele E-Autos haben. Unsere Netze brechen zusammen. Und sie haben auch entschieden, dass man sein E-Auto nachts nicht mehr laden darf. Also ich habe mir erklären lassen, wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufen würde, ich habe ein Einfamilienhaus und so eine Wallbox hätte, dann könnte es sein, dass die mir die nachts auch in Deutschland abschalten zur Sicherheit der Netze. Ich könnte also nachts gar nicht laden. Ich bekomme eine Förderung für eine Energie, von der die Politik mir sagt, das ist gut, das E-Auto ist gut, dann kann ich es aber zu bestimmten Zeiten gar nicht laden. Also deine Frage war ja kleine Einheiten. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung moderiert, da hat einen Typenpreis bekommen, der baut so kleine Solarkraftwerke. Der musste aber klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland, denn es gibt ein EU-Gesetz, das gesagt hat, liebe Länder, ihr müsst kleine Solaranlagen von normalen Bürgern zulassen. In Deutschland musstest du aber, egal ob du ein Atomkraftwerk baust oder dieses Mini-Ding hattest, das Antragformular war gleich, also 4 Millionen Seiten oder so. Und der hat dann, Greenpeace hat ihn unterstützt, der hat dann geklagt und jetzt ist es also einfacher, dieses Mini-Kraftwerk zu bauen. Wenn ich das jetzt hätte, also wenn ich mir das in den Garten setzen würde, keine Ahnung, ob das gartenkompatibel ist, wie das aussieht, dann könnte ich ein E-Auto, das ich nicht gekauft habe, damit vielleicht auch betreiben und ich könnte meinem Nachbarn noch Strom abgeben. Also diese kleinen Einheiten, ich gebe dir recht, könnten an der Stelle
Sinn ergeben. Das ist aber durchaus marktwirtschaftlich. Ich würde das durchrechnen und wenn es gut ist, würde ich es machen. Ja, ja, natürlich. Ich meine das auch wirklich philosophisch. Also für mich ist es, hängt ganz viel miteinander zusammen. Also ich meine es philosophisch, also ich erzähle mal was. Ja? Ich habe eine Freundin, die war in der Politik bei den Grünen und ich gehe am Düsseldorfer Hauptbahnhof, holt sie mich ab und sagt, Mensch, komm mal nach hinten hier, da, ich zeig dir was. Da war so eine Werkstatt für mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeitslose und die helfen anderen gegen fast nichts, die Räder zu reparieren. Kann man da hingehen und die machen das mit einem und so weiter, ein Projekt. Und da meinte ich, ach, das ist aber praktisch. Und da meinte sie, den Antrag dafür hat sie vor 26 Jahren eingereicht. Ja? Also, und dann denke ich, so geht man in die Politik, man will irgendwas machen, man will was, man hat was in seiner Umgebung festgestellt, ja? Und man möchte handeln und man möchte mit anderen Menschen, die man vielleicht sogar vom Sehen kennt, handeln und sagen, Mensch, hier läuft dies. Und das ist in unserer Gesellschaft, in dieser komplexen Gesellschaft nicht möglich. Ja, woran liegt das, ist doch die Frage, oder? Man ist doch erstaunt, dass es ein Land Berlin jetzt geschafft hat, selbst das, was all die gefühlt Jahrzehnte problemlos ging, da hat man alle paar Jahre mal eine Wahl organisiert und abgehalten, das war irgendwie offensichtlich machbar. Wir haben im Land Berlin jetzt scheinbar einen so dysfunktionalen Staatsapparat, der schafft es nicht mal mehr, Papierzettel zu verteilen an einige Wahllokale. Hier droht in Berlin derzeit, die Wahl darüber ist noch nicht beabsichtigt, kann man sagen, als blödes Wortspiel, hier droht jetzt in Berlin im schlimmsten Fall eine Wiederholung der gesamten Wahl, weil wir es einfach nicht geschafft haben, so den demokratischen Minimalbetrieb aufrechtzuerhalten. Ist das symptomatisch für den Rest des Landes? Der Rest des Landes kommt mir manchmal nicht ganz so verrückt vor. Ich kann das aber nicht beurteilen, weil ich immer nur kurz im Rest des Landes bin. Und mein vielleicht bald Schwiegersohn, Stiefkind, Schwiegersohn, also ich meine Stiefkind keineswegs negativ, der sehr nett ist und aus Baden-Württemberg ist und wir fahren zusammen in Urlaub und so, also alles ist prima und immer wenn der hier in Berlin ist, der definiert sich selbst als Linken im Gegensatz zu mir. Aber wenn der hier ist und mal erlebt, was passiert in der Stadt, die links ist, ne, dann sagt er immer, euch ist schon klar, dass ihr eine Blase seid, das hat mit dem Rest von Deutschland nichts zu tun. Und dann denke ich manchmal, aha. Und das Wahlbeispiel, ja, das ist blöd gelaufen, ich finde das auch alles unangenehm. Mir fällt es viel mehr auf bei anderen Themen, bei existenzielleren Themen, zum Beispiel beim Wohnen. Also das ganze Land hat ja diese Mietendeckel-Problematik erlebt und meine, das ist der Versuch der Antwort auf deine Frage, ich glaube, uns fehlt Pragmatismus und wir ersetzen das durch Ideologie. Als die Idee des Mietendeckel kam, hatte ich mehrere Fragen. Also meine erste Frage war, darf der Staat wirklich jetzt einem privaten Vermieter sagen, wie viel er noch nehmen darf? Und könnt ihr die Miete auf Jahr X einfrieren, also zurückgerechnet, es wurde plötzlich alles billiger. Gleichzeitig konnte jeder sehen, dass die Handwerkerkosten für die Eigentümer viel höher sind. Also ich habe gedacht, das kann doch gar nicht funktionieren. Trotzdem haben fast alle Beifall geklatscht und gesagt, super, das ist jetzt mal ein Signal für die Mieter. Ich habe gefragt, ich bin in den 80ern hergekommen, es gab relativ günstige Mietwohnungen und die hätte ich bekommen, wenn ich 10.000 Mark für eine räudige IKEA-Palme hingelegt hätte, schwarz. So, dann wäre der Vermieter noch reicher geworden, hätte es nicht mehr versteuern müssen. Ich habe damals vorhergesagt, genau das wird jetzt passieren. Ich habe eine Krankenschwester kennengelernt, die arbeitete in Pankow, sollte eine Wohnung in Pankow haben, hat der Vermieter am Ende gesagt, wir waren uns einig, es geht aber nicht, es liegt über dem Mietendeckel, ich kenne Sie nicht, Sie könnten mich verklagen, denn das hatte Rot-Rot-Grün ja unendlich weise da reingeschrieben. Die Mieter durften die Vermieter verklagen in Zuhofer, also von sich aus senken, ohne Klage ist falsch, Klage ist falsch. Sie durften es einfach senken. So, das stand in diesem Gesetz. Nun hat er gesagt, das könnten Sie tun, deshalb will ich Sie nicht. Sie müssten mir die Differenz plus ein bisschen mehr schwarz geben, vorab, für 5 Jahre. Dann können Sie die Wohnung haben. Krankenschwester hatte nicht genug Geld, Frau aus Bayreuth hat das bekommen. Mir war das, obwohl ich vielleicht nicht der intelligenteste Mensch der Welt bin, ich bin wahrscheinlich schon weit oben, aber ich bin bestimmt nicht der intelligenteste Mensch der Welt, trotzdem war mir glasklar, dass es passiert. All das ist genauso passiert und trotzdem wird von Teilen der Bevölkerung diese Regierung für diesen Mietendeckel immer noch gefeiert, als die haben es wenigstens mal versucht. Meine Frage ist immer, wenn ich sage, ich spalte mein Auto
per Handkantenschlag, ich habe es wenigstens versucht, dann würden alle sagen, der ist doof. Es ist klar, der kann das nicht. Es kann nicht funktionieren. Also ein Versuch an sich, finde ich, ist ohne Wert. Entschuldige, jetzt bist du. Aber vielen Dank, Inge Hoppe, für das Beispiel, wie jede gute Idee, ja, also es ist ja eine gute Idee, bezahlbare Mieten für Leute, die wenig Geld haben, vom Markt verdreht und kaputt gemacht wird. Ja, weil das meine ich ja. Also jede gute Idee ist irgendwie im falschen System, wird ja so komisch irgendwie. Ja? Und dann trifft es dann auch wieder jemanden, den es eigentlich nicht treffen sollte. Also auch Vermieter und irgendwelche Konzerne, die hier ganze Straßenzüge aufkaufen, denen ist es ja eben wurscht. Und also das ist, also ich glaube tatsächlich, dass grundsätzlich Probleme grundsätzlich angegangen werden müssen und da müsste man irgendwie so ganz andere Ideen haben und ich habe immer so Hemmungen, damit zu reden, weil ich weiß von Menschen, die in die Politik gegangen sind, dass sie daran gescheitert sind. Also, dass sie mit guten Ideen gehen die dann los und man hat ja gar nicht den Handlungsspielraum. Ja? Also, die Folge ist das, was wir am Anfang diskutiert haben. Dadurch, dass bestimmte Dinge nicht angegangen oder gelöst werden, werden sie auf das Individuum verlagert. Ja? Also wenn irgendwie dann Wohnungsknappheit ist und sich viele Leute um günstige Wohnungen bewerben, dann muss das Individuum irgendwie besonders tolerant sein und das okay finden. Also wenn Asylanten sozusagen auch in dieser Wohnung, in dieser günstigen Wohnung, und dann soll man sozusagen das nicht auf sich beziehen. Das heißt, diese ganze Problematik der Knappheit wird moralisiert und auf das Individuum, das gar nicht auftreten würde, wenn es genug für Wohnungen für alle gäbe. Ja? Und das bedeutet, dieses Nichthandeln in der Politik moralisiert den Diskurs. Also wir haben ja eben gehört, die Politik gibt die Themen vor und die Medien spielt sie dann. Ich habe den Eindruck, dass in vielen Bereichen die Medien mittlerweile die Themen vorgeben. Also es gibt eindeutig Situationen, in denen Politik so einen Testballon startet, um zu gucken, wie wird es medial aufgenommen. Aber ich glaube, das, was Medien hochspielen mittlerweile an Themen oder auch so Twitter-Communities, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich trainiere eben manchmal auch Politiker kommunikationsmäßig, um sich mit Leuten wie mir dann besser zu messen. Was aber, glaube ich, auch gut ist, weil die dadurch prägnanter werden und sich mehr hinterfragen. Und ich erlebe ganz oft, dass die dann sagen, das, was sie mir empfehlen, ich würde mich nie trauen, das zu sagen. Dann sage ich, warum nicht? Dann sagen die, dann habe ich einen Twitter-Shitstorm. Dann sage ich, twittern heißt übersetzt zwitschern. Ja? Wenn meine Vögel im Garten mir zu laut zwitschern, mache ich das Fenster zu. Entweder sie sind für X oder Y angetreten, dann müssen sie die Zwitscherei ertragen. Wie viele Leute sind auf Twitter und wie bedeutsam sind die? Außer Paul natürlich jetzt. Dass ich würde mir einfach erlauben, zu sagen, darüber sehe ich jetzt mal hinweg. Ich glaube, es gibt auch eine gewisse Sehnsucht der Bevölkerung nach politischen Vertretern, jetzt egal ob Frauen oder Männer, die sagen, das ist aber mein Ding und da könnt ihr mich jetzt dreimal anpinkeln, das ist mir egal. Also ich habe den Eindruck, dass die Macht der Medien, für die ich ja bin als Korrektiv, ohne Frage, wir sind aber auf so einem teilweise kindlichen, naiven Pseudomoralniveau, dass wir an Problemlösungen eben gar nicht mehr rangehen. Ich würde von der Politik tatsächlich mir manchmal wünschen, dass sie das ignoriert und viel lösungsorientierter wäre. Das vermisse ich total. Gut, meine Lieben, bleibt festzuhalten, der Kapitalismus bleibt zwar auch in unserer Runde unter Restverdacht schuld an den Wahndebatten in Medien und Politik, ist aber auf jeden Fall der Pragmatismus und auch das Rückgrat, das beiden fehlt und das durch Ideologie ersetzt wird. Und mit dieser Diagnose entlassen wir euch, liebe Hörer, in ein hoffentlich entspanntes Wochenende. Mir bleibt nur noch, euch herzlichen Dank zu sagen, Rebecca Niazi Shahabi, Henning Rosenbusch und natürlich Ingo Hoppe. Das war Nacktes Niveau an diesem Samstag, den 16. Oktober 2021. Und ihr kennt meinen Appell. Falls ihr Freude hattet an unserer kleinen Sendung da draußen, schenkt uns ein wenig auch eures Geldes, so ihr es denn erübrigen könnt. Denn auch die kleinste Spende hilft. Anders als wenige unserer Gäste leben wir nicht von Rundfunkgebühren. Wer also etwas spenden möchte, findet auf paulbrandenburg.com/spende alle Informationen und alle Wege, auf denen ihr das tun könntet. Am nächsten Samstag gibt es natürlich auch wieder Nacktes Niveau. Bis dahin sage ich euch allen da draußen auf Wiedersehen.